Internet-Shopping ist ein massiv wachsender Wirtschaftszweig, der jetzt während der Corona-Pandemie nochmal einen deutlichen Schub erfährt. Wir haben Verbraucherinnen und Verbraucher hier auf der Berliner Schlossstraße nach ihren Erfahrungen befragt, die sie machen beim Online-Shopping außerhalb der EU. Ich kann mich erinnern, dass meine Tochter mal was bestellt hatte in den USA. Als ich bei eBay eine Jacke bestellt habe, die wurde auch ziemlich schnell abgebucht. Also ich habe hauptsächlich, wenn er mal aus China was bestellt, über Amazon. Wir hatten für meinen Sohn eine Techwear-Hose bestellt. Mein Sohn hat neulich bestellt, das kam aus Norwegen, das war mir gar nicht so bewusst. Das hat sehr lange gedauert und am Ende mussten wir auf zum Zoll auf jeden Fall das Abholen, hohe Gebühren bezahlen. Die Jacke kam nie an. Ich habe eBay informiert. Die konnten da nichts machen. Hat auf jeden Fall länger gedauert. Und manchmal ist es auch einmal, wurde es verschollen. Einmal habe ich bezahlt und leider kam es gar nicht an. Wo wir 6 Monate drauf gewartet haben, Haufen Kohle bezahlt haben und die Größe hat überhaupt nicht funktioniert. Die Qualität von dem Stoff war einfach nur beschissen. Und wir konnten es einfach nicht retournieren. Was nicht passte, sollte zurück, aber das war dann gar nicht so einfach, das wieder loszuwerden. Ich habe die Sachen zur Anzeige gebracht bei der Polizei. Vergingen ungefähr 8 Wochen, dann habe ich Post bekommen, dass sie denjenigen nicht auffinden können und dass die Sache erstmal an ACTA gelegt wird, bis sie denjenigen finden werden. Und seitdem habe ich nie was gehört. Strich, ich werde auch übers Ausland nichts mehr bestellen. Außenwirtschaftsverkehr regeln, ja, die kennt man ja nicht mehr als EU-Bürger und so. Machen wir nicht mehr. Soweit einige Erfahrungen beim Online-Shoppen. Es zeigt sich, Verbraucherinnen und Verbraucher müssen besser geschützt werden, wenn es um Käufe im außereuropäischen Ausland geht.